Moin. Anstrengende Woche hinter uns. Wochenende steht uns bevor. Mal sehen, was es uns bringt. Die Einschläge kommen näher und werden größer. Wir müssen noch ein bisschen abwarten. Die Honigmann-Nachrichten vom 24. Oktober 2014, Nummer 457, London. Wissenschaftler der britischen Firma Surrey Nanosystems haben ein extrem schwarzes Material entwickelt, welches lediglich 0,035% des sichtbaren Lichtes reflektiert. Weltrekord. Als Vorlage für das auf Kohlenstoff-Nanoröhrchen basierende Material diente den Wissenschaftlern die Oberflächenstruktur von Schmetterlingen. Wie die Wissenschaftler im Fachmagazin Optics Express berichteten, besteht das schwarze Material aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen, welche 10.000 Mal dünner sind als ein menschliches Haar und senkrecht von einer Aluminiumoberfläche abstehen. So gelangten sichtbare Lichtstrahlen zwar hinein, aber nicht wieder heraus. Welt. Das Gehirn bildet sich in den ersten 4 Lebensjahren aus, je nachdem, welche Erfahrung die Umwelt dem Kind bietet. So entwickelt sich das Gehirn eines Kindes, das vor allem Liebe erlebt hat, anders als das eines Kindes, das grausam behandelt wird. So gut wie alle Kinder unseres Planeten werden in den ersten Lebensjahren geschlagen. Von Anfang an lernen sie Gewalt, die Lektion ist in ihrem Gehirn gespeichert. Kein Kind wird gewalttätig geboren. Gewalt ist nicht genetisch bedingt. Sie existiert, weil geschlagene Kinder in ihrem Erwachsenenleben von der Lektion Gebrauch machen, die im Gehirn gespeichert ist. Später als Erwachsene richten sie diese Wut gegen Sündenböcke, vor allem gegen ihre eigenen Kinder. Da sie keine Empathie empfinden können, richten einige ihre Wut gegen sich selbst oder gegen andere Erwachsene in Form von Kriegen, Terrorismus, Kriminalität und so weiter. Washington. Eine neue wissenschaftliche Studie zufolge der NASA zufolge hängt über dem Four Corner Region, dem Grenzgebiet 4 Bundesstaaten im Südwesten der USA, eine riesige Methangaswolke, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die erhöhten Werte fielen bereits vor Jahren während einer Messung auf, doch die Zahlen waren so ungewöhnlich hoch, dass Wissenschaftler sie wieder verwarfen. Eine neue Studie offenbart nun, die damaligen Werte waren korrekt. Bis heute ist eine Gasanreicherung von der Größe des Staates Delaware über der Region nachweisbar. Nochmal Washington. 4 ehemalige Angestellte der privaten Sicherheitsfirma Blackwater sind in den USA wegen der Tötung von 14 Zivilisten im Irak 2007 verurteilt worden. Ein Bundesgericht in Washington befand einen der Angeklagten des Mordes schuldig, während die 3 anderen Männer sich wegen Totschlags oder unerlaubter Waffennutzung verantworten müssen. USA, Russland. Die USA wollen Russland als Staat ruinieren und nutzen Europa in diesem Sinne aus, wie ein französischer Wirtschaftswissenschaftler, Autor, sich äußerte. Zum Ausbau des NATO-Zuständigkeitsbereiches profitierte vor allem Amerika, während Europa seine Würde verliere, so die Kritik. Russland sei mittlerweile stärker geworden, habe eine unabhängige Haltung zu Syrien, Iran und Ukraine demonstriert. Damit haben Moskau nach Ansicht der USA und NATO die Grenze des Erlaubten überschritten. Der jüngste NATO-Gipfel in Wales habe politisch eine neue Sicherheitsbedrohung durch Russland festgestellt. Wirtschaftlich wolle der Westen der einstigen Strategie von Ronald Reagan folgen. Diesmal betreffe das vor allem die Gasbranche. Das russische Pipeline-Projekt South Stream stoße auf Widerstand, die Lieferung von Bohrtechnik an Russland sei zum Teil gestoppt worden. Europa werde unter Druck gesetzt und zu weiteren Sanktionen gegen Russland bewogen. Lesen Sie bitte weiter unter Nummer 5, dort steht auch die Quelle parat. Das heißt unter anderem auch, das ist schon fast eine Kriegserklärung der USA gegen Russland. Was habe ich gesagt? Die Einschläge kommen näher. Port-au-Prince. Entgegen der Forderung sozialer Bewegungen und politischer Parteien in Lateinamerika und der Karibik hat der Sicherheitsrat der VN beschlossen, das Mandat
der VN-Mission für die Stabilisierung in Haiti, MINUSTA, zu verlängern. Die lokalpolitischen Akteure wurden aufgerufen, sich dem demokratischen Prozess und den internationalen Gebern zu verpflichten, sowie ihre Bemühungen zur Unterstützung der Regierung stärken, die natürlich pro-Amerika ist. In der einstimmig angenommenen Resolution vom 14. Oktober wurde die seit dem 1. Juni 2004 bestehende MINUSTA für ein weiteres Jahr verlängert und zugleich die Absicht bekundet, sie 2015 wieder zu erneuern. Nur, was hilft's? Geholfen haben sie den Menschen dort nicht, maximal der Regierung die Taschen vollgestopft, aufgebaut wurde auch so gut wie gar nichts. Man wartet also ab. Die Insel verdreckt. Dank der Amis, rund 30.000 und mehr Amis, die dort hausen. Und man wartet eben auf die Bodenschätze. Ob die wohl von alleine nicht aus dem Boden kommen? Venezuela. Zwischen September 2013 und September 2014 hat sich der Preis des Nahrungsmittelkorbs in Venezuela um 97,7% erhöht. Geht aus den aktuellen Daten des Zentrums für Dokumentation hervor. Laut dem Bericht sollen inzwischen 3,3 Mindestlöhne erforderlich sein, um Produkte des Grundbedarfs für einen Haushalt zu erwerben. Das ist Weltwirtschaft. So macht man die Völker auch kaputt. Gaza. Ganze 51 Tage dauerte der jüngste Gaza-Krieg, der über 2000 Palästinensern das Leben kostete. Unter ihnen befanden sich viele Zivilisten, Frauen und Kinder und Alte. Heute leben viele Bewohner in Ruinen. Die internationalen Hilfsgelder können die vielen Narben jedoch nicht beseitigen und werden auch nicht ausbezahlt. Syrien. Im Krieg gegen den Islamischen Staat haben Flugzeuge der VS-geführten internationalen Koalition Erdöllager in Syrien angegriffen, die unter Kontrolle der Terroristen stehen, teilte das Zentralkommando der VSA mit. Man macht also Syrien punktuell platt, man geht nicht gegen die Islamen vor, gegen die IS, gegen die oder ISIS, egal wie sie sich auch nennen, sondern man geht ans Eingemachte, zeigt eigentlich, dass man eben ganz was anderes erreichen will und nicht die ISIS bekämpft. Nochmal, anhand von Satellitenaufnahmen kann man sehen, wo der Oberste der ISIS, gerade auf dem Topf sitzt und man könnte ihn mit Drohnen sofort dort abschießen und alles würde in sich zusammenbrechen. Nein, das tun sie nicht. Sie gehen an den syrischen Staat ran. Kobane, Erbil. Im Kampf gegen das syrische Kobane haben die Dschihadisten des IS kurz vor dem Eintreffen kurdischer Verstärkung aus dem Nordirak eine Großoffensive gestartet. Zanshan. Iran wird die Atomverhandlungen mit der G1 und 5 mit allen Anstrengungen bis zur Aufhebung aller Sanktionen fortsetzen, sagte der iranische Präsident Rouhani am Mittwoch in Zanshan. Singapur. Der asiatische Edelmetallhändler Billion Star zahlt das Gehalt seiner Mitarbeiter auf Wunsch in physischem Gold und Silber aus. China, Europa. Seit Ausbruch der Staatsschuldenkrise in Europa haben Chinas Investitionen in europäischen Unternehmen erheblich zugenommen. Nachdem China sich zuvor den Zugang zu den Ressourcen der Entwicklungsländer sicherte, nutzte Peking die Krise in Europa und investierte im großen Stil in Fusionen und Übernahmen. Usbekistan. Usbekistan ist das Schlüsselland in Zentralasien. Was dort geschieht, hat nicht nur immense Auswirkungen auf Sicherheit und Stabilität dieser Region. Der aufmerksame Beobachter konnte in den vergangenen Monaten Unheimliches vernehmen. So wurde vor 4 Wochen offiziell von Taschkent bestätigt, dass die Tochter des diktatorischen Präsidenten Karimov, Gulnara, im Westen als potenzielle Nachfolgerin ihres Vaters gehandelt, unter Hausarrest gestellt wurde. Doch wenn ein Diktator seine eigene Tochter nicht vor Verhaftung und Verfolgung retten kann, dann ist klar, dass er nicht mehr am Hebel der Macht sitzt und diese kontrolliert. Sollte Usbekistan in das Chaos gestürzt werden, dann wird es die gesamte Region mit sich ziehen.
Die Einsätze sind für Russland und China so hoch, dass eine Investition ihrerseits entweder gemeinsam unter Schirmherrschaft der SOZ oder durch Russland allein zu einem bestimmten Zeitpunkt erforderlich werden könnte. Das wäre also möglicherweise ein Punkt, wo ein anderer Termin verschoben werden wird, möglicherweise. Aber die Amerikaner halten eine Trumpfkarte in den Händen, die Farbenrevolution. In der Tat ist Usbekistan reif für eine Farbenrevolution, da es offensichtlich ist, dass die Tage des Diktators vorbei sind. Groschny. Der Präsident Tschetscheniens, Karidow, forderte die Führer des Islamischen Staates el-Baghdadi dazu auf, sich als CIA-Agent zu erkennen zu geben. Tschetschenische IS-Kämpfer würden nicht mehr zurückkehren dürfen. Jetzt dreimal Sochi. Russland wird dem Kreml zufolge Rechtsmittel gegen Frankreich einlegen, falls Paris die Auslieferung von Mistral-Hubschrauberträgern verweigert. Wir werden die Zahlung einer Vertragsstrafe fordern, erklärte der Chef des russischen Präsidialstabes Ivanov gestern im Schwarzmeer-Kurort Sochi. Russland wird die für diesen Sonntag geplanten Parlamentswahlen in der Ukraine anerkennen, erklärte der Chef des russischen Präsidialstabes Ivanov. Die Frist vor der Beendigung der Krise in der Ukraine zu prognostizieren ist aussichtslos. Es komme darauf an, sich auf die Erfüllung der Minsker Vereinbarung zu konzentrieren, erklärte der russische Außenminister Lavrov in den Wandelgängen des Valdai-Forums in Sochi. Wien. Die OSZE hat das Mandat, unter Beobachter an den russischen Übergangspunkten Donetsk und Gugovo an der Grenze zur Ukraine um einen Monat bis zum 23. November verlängert, teilte OSZE-Sprecherin Jajakovic am Mittwoch in Wien mit. Donetsk. Ein Arzt in der Ostukraine hat am Mittwoch den Einsatz von Streubomben bestätigt. Der Chirurg am Kalinin-Krankenhaus von Donetsk-Kuznetsov zeigte Bilder von einer Operation, bei der dem Patienten offenbar ein Projektil aus einer Streubombe entfernt worden war. Nochmal Donetsk. Rund 7 Wochen nach Beginn der Waffenruhe in der Ostukraine zeigt sich die Leitung der Donetsker Volksrepublik enttäuscht, schließt eine Wiederaufnahme schwerer Kämpfe mit dem Militär nicht aus. DVR-Premierminister Sachatschenko droht mit der Einnahme von 3 Großstädten. Es wird noch sehr schwere Gefechte geben, sagte Sachatschenko am Donnerstag beim Besuch eines Krankenhauses in Donetsk. Wir werden Slavyansk, Kramatorsk und Mariupol einnehmen. Es gelingt leider nicht, die Verhandlungen in friedliche Bahnen zu lenken. Laut dem DVR-Premier halten bis zuletzt nur die Milizen die Waffenruhe ein. Vorgestern haben wir damit begonnen, das Feuer zu erwidern. Es hört also nicht auf. Helsinki, Brüssel. Finnland rechnet nicht mit einer langen Diskussion zur Ukraine beim EU-Gipfel am Donnerstag. Wichtig ist, dass die am 26. Oktober in der Ukraine angesetzten Wahlen normal verlaufen, erklärte Finnlands Außenminister Stubb am Donnerstag vor Beginn des Gipfels in Brüssel. Mittelmeer. Russland und Zypern führen ein militärisches Seemanöver im Mittelmeer durch. Zypern riskiert damit Brüssel, ist aber wegen seiner hohen Schulden bei Russland gezwungen, mit Moskau zu kooperieren. Oder sie denken ganz einfach um. Das wäre es auch. EU-VSA. Zwischen Vertretern der EU und dem VS-amerikanischen Einlagensicherungsfonds Federal Deposit Insurance Corporation werden geheime Bankschließungen über Nacht geübt. Dabei lernen die Vertreter aus Brüssel von der VS-Einlagensicherung, wie Banken abgewickelt werden. Eine marode Bank zu schließen bedeutet quasi eine Nacht- und Nebelaktion, da diese innerhalb kürzester Zeit durchgeführt werden muss. Sind wir am Punkt angekommen? Sie üben schon. Sofia. Die bulgarische Korpbank steht vor der Pleite. Die Bank kann die Einlagen der Kunden nicht mehr ausbezahlen. Die EU hatte zuletzt noch eine Kreditlinie verlängert, um die Bank zu retten. Ob im Fall einer Pleite europäische Steuergelder vernichtet werden, ist noch unklar. Nur eigentlich nicht.
Sie werden vernichtet. Dublin. Der irische Senat hat bei der Regierung einen Antrag eingereicht, nach dem Palästina formell als Staat anerkannt werden soll, meldet das irische Magazin The Journal. Brüssel, Singapur. Die EU und Singapur haben als Teil ihres Freihandelsabkommens die in Deutschland umstrittene Klausel zum Investorenschutz beschlossen. In der Einigung zum Schutz ausländischer Investoren seien die Verhandlungen mit Singapur beendet, teilte die EU-Kommission letzten Freitag mit. Rom. Das italienische Verfassungsgericht hat zivile Schadensersatzklagen gegen Deutschland wegen Vorfällen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges für zulässig erklärt. Bisher galt die völkerrechtliche Regelung, dass der Staat vor Zivilklagen aus anderen Staaten geschützt ist. Diese internationale Übereinkunft greife aber nicht im Falle nationalsozialistischer Verbrechen, urteilte nun ihr Verfassungsrichter, berichtete Spiegel Online. Naja, wir sind des Öfteren mit den Italienern einige Kriege oder haben mit den Italienern einige Kriege begonnen. Wir haben mit den Italienern nie die Kriege beendet. Sie sind immer vorher ausgewichen oder abgeschmiert, egal wie. Deutschland, New York. Die Ratingagentur Standard & Poor's glauben nicht daran, dass ein Konjunkturpaket in Deutschland auch dem Rest der Eurozone zugute käme. Vielmehr würde die deutsche Wirtschaft überhitzen, die Inflation steigen, das Land in große Unruhe versetzen. Standard & Poor's, die wissen es. Deutschland. Mit den Mainstream-Medien geht es weiter bergab. Ob Zeitungen oder Magazine, es wurden teils kräftige Verkaufseinbußen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gemeldet. Die großen Verluste verzeichnen Bild, Welt, Süddeutsche. Bei den Magazinen schnitt der Spiegel besonders schlecht ab. Bitte schauen Sie selbst unter Nummer 30. Berlin, Deutschland. Die Zahl der Asylanten steigt 2014 auf rund 200.000 Personen. Das Innenministerium geht davon aus, dass auch dasselbe so viele Flüchtlinge kommen, weil Deutschland nur wenige abschiebt. Das soll sich ändern. Naja, am besten sofort. Aachen. Nach einer Serie von Raubüberfällen gehen Bürger seit einigen Wochenende nachts an der Aachener Innenstadt auf Streife. Wir helfen Aachen. Aachen heißt die lockere Initiative, die sich rund um den Sicherheitsunternehmer zusammengefunden hat. Sie soll nach Aufrufen im Internet etwa 30 bis 40 Personen zählen, sieht sich selbst als Ausdruck von Zivilcourage. Mit den Streifen wolle man Präsenz zeigen und die Polizei unterstützen. Das sollte in anderen Ländern, also Bundesländern, anderen Städten auch gemacht werden. Berlin. Die BRED unterstützt Israel beim Kauf von 2 Militärkorvetten. Laut israelischen Medienberichten wird Deutschland 300 Millionen Euro zur Verfügung stellen, damit Israel die Kriegsschiffe der Kieler Firma TKMS kaufen kann. Für einen Euro, für einen Schekel, Entschuldigung, den Rest kriegen Sie sowieso geschenkt. Deutschland. Schon seit längerer Zeit mache ich mir Gedanken darüber, ob zahlreiche Symptome, die viele Menschen haben, in der Zeitumstellung liegen. Wie kann es sein, dass es in Deutschland so viele Menschen gibt, die an Schlafmangel leiden? Ein- und Durchschlafstörungen finden sich ca. 15% der Bevölkerung. Naja, denk mal an HAB, nicht an eine Zeitumstellung. HAB, 11 Wellen und hast du nicht gesehen und alles, was damit abläuft. Chemtrails, der Scheiß kommt runter. Den Leuten werden die Glieder steif, Schmerzen dick. Hat mit Gicht nichts zu tun. Und das bundesweit. Haben etwa noch andere Störungen wie depressive Verstimmung, Konzentrationsschwäche, Blutdruckschwankungen mit der Zeitumstellung zu tun? Immerhin stellt sich mit der Zeit, also über die Jahre, ein Schlafdefizit ein, das der Körper irgendwann einmal nicht mehr kompensieren kann. Nein, glaube ich nicht dran. Das hat mit der Zeitumstellung gar nichts zu tun. Denn die Zeit machen wir uns selbst. Die gute Nachricht. Tchibo unterstützt seit 2011 in der Region um Mount Kenya mehr als 1000 Farmerfrauen und ihre Familien, um deren Lebensbedingungen zu verbessern. Diese Frauen wurden über einen Zeitraum von 3 Jahren mit Geldern, Schulung und einem Projektmanagement vor Ort unterstützt.
Ziel waren nachhaltige Verbesserung der Lebensverhältnisse wie zentrale Wasserversorgung und ein selbstverwaltetes Kreditsystem. Der Erfolg kam aber nur dadurch zustande, dass man die Farmersfrauen von Anfang an das Projekt mit eingebunden hat. Bedarfsermittlungen und Entscheidungen wurden immer gemeinsam getroffen. Zumindest ist das eine Möglichkeit und wenn sie denn eingeschlagen ist, Gratulation. Egal mal wie, egal welcher Gedanke dahinter steckt. Und das war's mal wieder für heute. Wochenende steht bevor. Ja, wir haben Zeitumstellung, vergesst es nicht. Mal schauen, was es uns bringt. Ich tippe eher auf Anfang bis Mitte November. Ich werde gleich noch ein kurzes zweites Video aufnehmen. Guckt es euch mal kurz an. Es ist auch nur eigentlich nur für weniger als 3-4% der Leser gedacht. Unsere Leute halten sich da völlig raus. Dankeschön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns. Euer Honigmann. Tschüss.